Januar 94. Das war es jetzt hier mit meinem Unboxing vom Google Nexus 7 Android Tablet. Und da ich mir gut vorstellen kann, dass viele von euch ganz, ganz viele Fragen haben, werde ich die jetzt einfach mal alle beantworten. Und zwar werdet ihr euch sicherlich fragen, Felix, warum zum Teufel kaufst du dir ein Android Tablet? Du hast doch ein iPad. Ja, das stimmt. Das ist halt auch ein Grund natürlich, warum ich das Nexus 7 jetzt gekauft habe. Und zwar werde ich das hauptsächlich als Videomonitor und Fernbedienung für meine Kamera, die Canon EOS 600D, benutzen, weil es ist immer ganz, ganz nervig, die von so weit weg bedienen zu müssen, wenn man so weit weg steht von der Kamera. Also ich stehe jetzt hier so 2 Meter von der Kamera entfernt und da komme ich wirklich nicht mehr an die Linse zum Scharfstellen oder so, und das könnte ich dann alles mit dem Nexus 7 machen, und aus diesem Grund habe ich mir dann das Nexus 7 gekauft, also praktisch als Fernbedienung für meine Canon EOS 600D und als externen Videomonitor dafür. Und das finde ich schon eigentlich da für diesen Anwendungszweck ist es eigentlich wirklich ein sehr guter Preis, der da einem geboten wird, weil man hat hier ein 27p HD Display auf diesem Nexus 7. Externe Videomonitor für Kameras sind meistens teurer bei schlechterer Bildqualität, und deswegen habe ich mir jetzt das Nexus 7 genau dafür gekauft. Aber da ich jetzt das schon habe, werde ich mir natürlich auch ein bisschen das Android-Betriebssystem darauf noch genauer anschauen. Das passt ja dann auch gut zu meinem guten Vorsatz für das Jahr, dass ich mal ein bisschen objektiver gegenüber Android werde und schaue mir ein bisschen an, was das so kann. Eventuell werde ich auch da ein paar Videos dann noch drüber bringen, so Android versus iOS und solche ganzen interessanten Sachen. Aber das war es jetzt auch erstmal mit dem Unboxing. Genau. Wenn euch der Stil gefallen hat, würde ich mich sehr da über eine Rückmeldung freuen, weil das war jetzt im Stop-Motion-Style. Und falls ihr wollt, dass ich darüber ein Tutorial mache, wie man Stop-Motion macht, weil es geht wirklich ziemlich einfach, auch mit einfachen Schnittprogrammen wie iMovie, schreibt das auch unten in die Kommentare rein, und dann mache ich eventuell auch nochmal ein Tutorial, wie man Stop-Motion ganz einfach mit iMovie macht. Das soll es auf jeden Fall jetzt gewesen sein von mir mit diesem Video. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jegliches Feedback und sage ciao, wir sehen uns beim nächsten Video.